Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. Und bevor wir jetzt groß anfangen zu spielen, wollte ich euch nur wissen lassen, dass ich mittlerweile laut Steam 69 Stunden Elden Ring gespielt habe, aber das nur mal so am Rande. Was werden wir jetzt als nächstes machen? Erstmal Stühle zerstören, ganz wichtig, ganz essentiell. Denn, ganz ehrlich, es ist sowieso niemand mehr hier in dieser Tafelrundfeste. Die sind alle entweder abgewandert oder durch irgendwelche Quests gestorben. Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt als nächstes einmal eben mit Nefeli Lu sprechen. Oder es zumindest versuchen, nachdem sie in der letzten Folge ziemlich niedergeschlagen war. Wir mit Gideon Ofnir geredet haben. Und das auch zu nicht wirklich viel geführt hat. Ist jetzt die Frage, ob Nefeli Lu sich vielleicht mittlerweile einkriegt. Ich habe von Gideon gehört. So you know already, do you? Right. It's true. My father cast me out. Unfassbar. Indulging my emotions. Forgetting the mission. Punishment for offing his pawns. Father, mother, Lord Gideon has offered me guidance all my life. I would have done anything for him. To place him on the throne of Elden Lord. And yet I... Though it was not my intent, I betrayed him. Ja, und jetzt? Es muss ja irgendwie weitergehen. And I can no longer trust in father. To think he'd order his men to enact such tragedy. Where is the justice he purports in that? He once told me that if he became Elden Lord, he would never allow the downtrodden to be cheated ever again. Was he simply lying to me? Also trauen würde ich ihm auch nicht unbedingt. No, no. No. How could I say that? Father has always given me his guidance. And now... I've lost it. Aber du hast auch Stärke ohne ihn, Nefeli. How could I say that? Father has always... Now... Wir werden sie wahrscheinlich irgendwann nochmal wieder treffen. Vielleicht begibt sie sich jetzt auch wieder auf eine andere Reise, wer weiß. Generell scheint es ja in diesem Spiel mehrere Fraktionen zu geben, was ich ganz interessant finde. Und eine dieser Fraktionen haben wir im letzten Video kennengelernt. Und zwar in dieser Tiefenwurzstadt. Das war völlig unerwartet, was wir da gesehen haben. Oder wie das alles gekommen ist. Ah, ich wollte gerade sagen, kann man jetzt etwa tatsächlich irgendwie hier auch noch in diesen Raum rein? Wundern würde es mich nicht. Wir haben unter anderem ja im letzten Video gegen einen Geist von Rogier gekämpft. Ich würde gerne nochmal mit ihm reden. Ob... Okay, jetzt ist er wahrscheinlich endgültig tot, oder? Ja. Rogiers Klangperle, Spitzhut der Zauberklinge, Reisekleidung der Zauberklinge, Handschuh der Zauberklinge, Hose der Zauberklinge. Rogiers Brief. Gucken wir uns mal den Brief an. Ein Brief verfasst mit zitternder Hand. Eins hatte ich glatt vergessen. Es scheint, D hat einen jüngeren Bruder. Ich habe gehört, er schlummert in dem Aquädukt bei der ewigen Stadt Nokron. Dann ist es also wirklich der Bruder. Und deswegen konnten wir ihm auch die Rüstung geben. Angeblich trat er gar nicht weit entfernt von dieser Stelle vor den Prinzen des Todes. Ah, okay. Verstehe. So langsam... ergibt es nämlich nach und nach Sinn, was hier passiert. Nicht, dass ich es jetzt schon durchschauen könnte. Aber langsam aber sicher bildet sich da oder wird ein Bild gemalt. Der Spitzhut des Schimmersteinzauberers Roger, ein Zeichen der Ketzer, verstärkt Talente der Schimmersteinzauberei. Nur der Hut oder auch die Robe und so? Ja. Und die Handschuhe auch? Wo sind die denn? Ich weiß nicht mehr, wie sie aussahen. Oh mein Gott. Da. Verstärkt Talente der Schimmersteinzauberei. Offensichtlich ja alle Set-Teile.
Einzeln oder zusammen nur? Sieht interessant aus. Jetzt sehen wir eher aus wie ein Bub. Aber ist vollkommen okay. Ja. Ich werde jetzt noch einmal nach Tiefenwurz zurückkehren. Denn wir haben hier noch gar nicht alles gemacht. Wir haben immer noch Fia, mit der wir reden können. Gefährtin auf dem Sterbebett. Am Thron des Todesprinzen. Und wir hatten bei ihr eine Auswahlmöglichkeit zwischen... entweder wir töten sie oder wir sagen ihr, wir wollen sie nicht töten. Was wir wahrscheinlich eher tun werden. Da die Ansage, wir werden sie töten, zu nichts führt. Die andere dann vielleicht schon eher. Wir werden jetzt aber erstmal zur Wurzelfurt zurückkehren und noch ein paar Dinge erledigen, die wir jetzt hier noch offen haben. Bevor wir dieses Gebiet dann endgültig verlassen können. Die Frage ist, wo wir dann hinkommen werden, aber das sehen wir dann. Als erstes Mal machen wir den weg. Also wie viel Schaden machen wir denn jetzt? Okay, 399. Ich mach das jetzt mal wieder weg, damit ich gleich sehen kann, ob das überhaupt irgendwas gebracht hat. 399. Ja. Ja. Das hat wirklich Auswirkungen. 80 Schaden finde ich jetzt echt nicht schlecht. Nee, also da muss ich sagen, das ist eine gute Sache. Wir nehmen das erstmal. Wir nehmen das erstmal, denn das ist gut. So, und jetzt gucken wir uns doch mal an, was wir hier noch so alles Schönes machen können. Wir wollen unter anderem... Wollen wir da rüber? Ne, wir wollen, glaube ich, hier nochmal drauf, ne? Vorsichtig. Ich glaube, wir wollen eher hier nochmal drauf. Wir müssen hier aber äußerst vorsichtig vorgehen. Erledigt. Jetzt müssen wir auch hier wieder vorsichtig sein. Man fällt einfach so leicht hin, wenn man auf Sturmwind sitzt. Wirklich gefährlich. Okay, hier sind wir beim letzten Mal gestorben. Da müssen wir auch auf jeden Fall noch hin. Hier ist interessanterweise auch noch eine Glocke. Ich weiß nicht, ob das so eine Quellack-mäßige Glocke ist oder ob die gar nichts zu sagen hat. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal eben... War ich hier schon? Okay. Offensichtlich waren wir hier schon oder so. Na gut, dann gehen wir hier wieder weg. Upp. Genau, da ist die Wurzelfurt. Da waren wir ja vorhin. Okay. Dann begeben wir uns als nächstes hier hin. Jump. Jump. So, wo ist ihr Ameise? Hier kommt die Ameise. Sie ist das nervigste Vieh von allen und wird nie vom Himmel fallen. Ey! Not you again! Oh oh, oh oh, oh oh, stop it! Okay, geht. Nice! Dann hätten wir das auch geklärt. 13.000 Runen haben wir schon wieder. Durch was eigentlich? Was haben wir denn hier groß gemacht? Okay, was finden wir hier? Gasstein. Interessant.
Okay, Roger ist also tot. Und Roger hat gemeinsame Sache gemacht mit Fia. So viel ist klar. Und wir wissen mittlerweile ja auch ein bisschen mehr über Fia. Finde ich ganz interessant, denn da bildet sich, wie gesagt, langsam so eine Geschichte, der man auch folgen kann. Es gibt hier so verschiedene Lager in Elden Ring, die jeweils einen anderen auf dem neuen Eldenfürstenthron sehen wollen. Wir hatten jetzt unter anderem die ganze Fraktion rund um Rani zum Beispiel und haben auch eine Fraktion rund um die Befleckten. Im Grunde der, der wir ja auch angehören, mit den Two Fingers zusammen. Und dann gab es jetzt offensichtlich auch eine Fraktion, die eher darauf bedacht ist. Wir müssen hier jetzt einmal ganz vorsichtig sein, denn ich will nicht sterben. Die darauf bedacht ist, dass Godwin der Goldene, ehemals Godwin der Goldene, nun niemand Geringeres als der Prinz des Todes wieder auf dem Eldenthron sitzen kann. Und das ist ziemlich interessant. Warum ist das ziemlich interessant? Godwin der Goldene wurde, wenn ich die Geschichte noch richtig im Kopf habe... Ach, das ist die Stelle, wo der Bär ist. Okay. Gehen wir mal wieder... Gehen wir hier. Godwin der Goldene wurde ja damals Opfer eines Attentats von diesen Schwarzmessern. Und im Grunde hat das ja überhaupt erst die gesamten Geschehnisse rund um Elden Ring in Gang gesetzt, inklusive der Zertrümmerung, die ja überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass die Niemandslande hier oder die Zwischenlande in dem Zustand sind, in dem sie sich nun gerade befinden, inklusive dem Wahnsinn der Halbgötter etc. pp. Das ist alles darauf zurückzuführen. Mal eben gucken. Warte mal. Oh, da unten ist auch noch Loot. Stimmt das? Adamblatt findet man immer seltener. Schmiedestein 7, sehr schön. So. Ich würde es sehr interessant finden übrigens, wenn Fia vielleicht nochmal ein bisschen was dazu erzählen würde. Es gibt übrigens einen Gegenstand, den ich mir in diesem Zusammenhang nochmal genauer angucken will. Und zwar ist das der hier. Also erstmal schwarzer Messerabdruck. In der Nacht der schwarzen Messer stahl jemand ein Fragment des Todes von Malikett der schwarzen Klinge und erfüllte die Assassinendolche mit ihrer Macht. So, und dann konnten sie Godwin den Goldenen töten. Und wie gesagt, der Tod dieses Halbgotts führte dazu, dass die Ereignisse zur Zertrümmerung und ne, dass der Eldenthron vakant ist, das führte alles erst dazu. Dieses Zeichen beweist das Ritual und verbirgt die Wahrheit über die Verschwörung. So, es gab offensichtlich eine Verschwörung. Und dann gibt es hier noch das Fluchmal des Todes. Ein in das Fleisch von Rani, der Hexe, geritzte Fluchmal, auch bekannt als die Halbkreiswunde des Tausendfüßlers. Dieses Fluchmal wurde zum Zeitpunkt des Todes des ersten Halbgottes erschaffen und hätte die Form eines Kreises annehmen sollen. Da aber zwei Halbgötter gleichzeitig starben, wurde das Fluchmal in zwei Hälften geteilt. Rani war die erste der Halbgötter, deren Fleisch verging. Beim Prinzen des Todes starb hingegen nur die Seele. Und der Körper befindet sich noch hier und ist mega creepy. Nein. Was ich glaube, ist folgendes. Ich glaube, dass Rani diejenige war, die überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass Godwin der Goldene stirbt. Das heißt, sie ist die Drahtzieherin hinter dem Attentat. Hinter dem Ende des Eldenthrons und hinter dem, ja, Beginn der Zertrümmerung. Das würde irgendwie Sinn ergeben, wenn ihr mich fragt. Naja, reden wir nochmal mit Fia. Go on, you deny us, because we deign to live in death and wish our Lord to run. Nein, ich möchte, dass ihr mich haltet. You are an odd one. I am the guardian of those who live in death. They call me a foul and rotten witch. So wie Rani, ist auch eine Hexe. Yet you still wish to be held by me? Oh, nicht, dass sie mich jetzt umbringt. Aber heißt es dann wirklich, dass sie die Gemahlin von Godwin war? Geheim sprechen. Have you ever seen a Hallowbrand? When the first of the demigods died,
His flesh was marked with the half-wheel wound of the centipede. Godwin's Hallobrand has since been recovered at the Round Table Hold. But there is another Hallobrand out there somewhere, and I must find it before the time comes we receive our Lord. When Godwin died, a Hallobrand scored his flesh, but another exists. Another mark in the shape of the half-wheel wound of die the centipede. Ich. And I must find it before the time comes. My hands will be dirtied once more by the deed. Will you still let me hold you, even then? Fluchmal des Todes überreichen. This is the other Hallobrand. How did you... Oh, my utmost thanks. With this, Godwin can take his rightful place as first of the dead and claim a second, illustrious life. You are my, our true champion. And though I can't be of any use to you, can I hold you tight? If only for a moment. Du erdrückst mich doch schon. Oh mein Gott, ich versinke völlig in ihr. Motorboot. Segen des strahlenden Firmaments. I will soon lay with Godwin, and it will surely stir within me. The new life of the Golden Prince, and first dead of the demigods, as the rune of those who live in death. Please, do one thing for me. Brandish this child, my rune, and take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming our Elden Lord. I will soon lay to conceive. Brandish my stay the persecution by becoming. Okay. Ich soll also die Eldenfürstin werden. Jetzt will sie das auch. Ich habe echt Angst, dass dieser Fleischberg anfängt, sich zu bewegen. Das würde mich wirklich, dieser groteske Fleischberg, das würde mich ängstigen zu Tode. Sie hat mir jetzt irgendwas gegeben hier. Segen des strahlenden Firmaments, erhöht kurzes Gleichgewicht. Ist vermutlich besser als der andere. Der andere Buff, und den haben wir ja, glaube ich, auch von ihr. Okay, kann sie nochmal was sagen, oder? Oder verschwindet sie bald wirklich einfach nur? Ist halt die Frage. No, es ist jedes Mal wieder putzig. Okay. Ich denke, erstmal können wir jetzt hier nichts mehr regeln. Krass, wie groß Godwin einfach ist. Es ist nach wie vor einfach krass und wirklich gruselig. Wirklich, wirklich gruselig. Aber gut. Hinein ins Portal. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob hier irgendwo noch ein anderes Gebiet lauert, weil das wahrscheinlich der Fall ist, und das ist es im Prinzip ähnlich wie in den Dark Souls Teilen, nur um einiges noch krasser. Die logische nächste Station für uns ist das Altus Plateau. Und das Altus Plateau sollten wir als nächstes dann auch betreten, und wir können es ganz regulär über den großen Aufzug von Dektus tun, denn wir haben ja das zusammengesetzte Medaillon. Ja, ansonsten wüsste ich auch nicht, mit wem ich noch groß reden soll. Wir können dann, wollen wir mit Varre nochmal reden? Ich weiß nicht, ob das was bringt oder so, ich habe keine Ahnung. Wir werden mal mit ihm reden.
Ja, was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass Fia dieses Flugmal da gebraucht hat. Und wir ihr das gegeben haben, das könnte natürlich für Komplikationen mit Rani sorgen. Ihre Quest haben wir ja auch immer noch nicht vollständig abgeschlossen. Und ich denke, dass sie sich auf dem Mondlichtaltar, dass es da weitergehen wird. Aber gefühlt waren wir jetzt dafür viel zu schwach, um da irgendetwas ausrichten zu können. Deswegen habe ich das jetzt im letzten Video noch gelassen oder einem der letzten Videos. Ist ja Vera dann überhaupt noch hier? Ah, der spawnt immer, ja? Der hat uns mal solche Probleme bereitet. Nein, der Shinobi eigentlich nicht, aber... Hi. Be sure to try that finger, I guess. I'm quite certain. Ach so. Nö. Gerade keinen Bock, du. Steck ihn dir doch selbst irgendwo rein. Ja. Um die Quest von Patches weiterzumachen, müsste man sich wahrscheinlich von dieser komischen Jungfer fangen lassen. Diese komische Jungfer, die sich ja hier am Boden befindet, aber... Nee. Nicht so wirklich, nee. Okay. Großer Aufzug von Dektus. Altus Plateau. Es ist Ewigkeiten her. Aber nun ist es endlich soweit, dass wir dieses nächste große Gebiet betreten werden. Und ich bin super gespannt, was noch alles passieren wird. Medaillon heben. Das ist eine Cutscene. Sehet, ich, der ich das große Medaillon von Dektus in den Händen halte. Oh, das ganze Ding fährt einfach hoch. Ich dachte, der Aufzug kommt noch, aber er ist einfach schon da. Jetzt muss er das Altus Plateau erstmal laden. Altus Plateau. Scheint ein wenig nordisch angehaucht zu sein mit diesen Wäldern und so. Wahnsinn. Look at that. Der Earth Tree. Er ist direkt vor uns. Und da vorne ist nichts Geringeres als die Hauptstadt, die königliche, Lyndell. Das wird ultra interessant, Leute. Wow. Golem-Großbogen, geil. Diese hünenhaften Krieger können mir mittlerweile nichts mehr entgegensetzen. Also zumindest nicht in dieser Form. Wenn ihre Füße eh schon im Arsch sind. Ja, das scheinen die Wachen der Hauptstadt zu sein. Irgendwie. Gucken wir uns den Golem-Großbogen an. Stärke 24. Ein Großbogen aus schwarzem Stein gefertigt. Sorry.
Gefertigt von einer untergegangenen Zivilisation. Dies ist die Waffe des Wächter-Golems. Allein das Spannen dieses extrem schweren Bogens erfordert enorme Kraft, was darauf schließen lässt, dass er nicht für Menschen gemacht wurde. Talent durch und durch. Ja, ich bin auch durch. Man merkt es. Ein mächtiges Talent für Bogenschützen, bei dem ihr einen Großbogen schräg haltet. Macht den Bogen bereit und verdreht die Sehne, um einen mächtigen Großfall abzufeuern, der Gegner durchschlägt. Das Altersplateau. Inklusive der Hauptstadt. Lyndell. Wenn man mal überlegt, wann wir diese Hauptstadt das erste Mal betreten haben, es ist auch schon sehr früh im Spiel passiert, dann ist es krass, wie lange es jetzt gebraucht hat, bis wir tatsächlich im Altersplateau angekommen sind. Aber das unterstreicht einfach nochmal mehr, wie gewaltig dieses Spiel alleine am Inhalt gemessen ist. Denn wir wissen natürlich immer noch nicht, wie lange es noch dauert, dieses Spiel in seiner Gänze durchzuspielen. Denn ich glaube, dass da noch einiges kommt. Ups. Also ich vermute mal, also über die Hälfte werden wir wohl schon sein. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier nochmal so 40 Stunden drauf kommen. Schätzungsweise. We will see. Die königliche Hauptstadt. Es wird vermutlich auch nicht so einfach sein, da drin zu überleben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es hart wird. Hier haben wir übrigens zwei Kartenfragmente. Und hier hinten offenbar auch nochmal welche. Wie groß diese Welt ist, oh mein Gott. Wir werden vielleicht als erstes wirklich mal nach diesem Kartenfragment Ausschau halten. Da unten geht es relativ weit runter. Hier drüben ist eine Basis. Was für eine Basis? Kristallschwall! Ups. Okay. Ich kriege es nicht hin, das zu casten, ohne zu sterben. Schade. Es hätte stärker sein können. Ich bin jetzt auch ein gefiederter Freund. Nein, es ist schon heftig, dass wir die jetzt wieder treffen. Oh, da ist ein stärkerer. Den hatten wir doch auch mal als Bossgegner. This is my strongest weapon. I will kill you. So, was haben wir hier Schönes? Oh, noch ein Steinschwertschlüssel. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, ganz ehrlich. Ich kann viel Gewinn damit spielen, so viele haben wir davon. Okay. Hier drüben haben wir noch mehr von denen gesehen. Da. Hier sind... Oh, da sind sie auch. Ja.
Lass mich meine Tricks machen. Nee, lassen Sie mich meine Tricks machen. Guck mal, was ich kann. Dabei sind die so cool. Ich wollte nur einmal Feuer schießen. Guckt euch alleine diese gewaltigen Statuen an, die den Weg bewachen, hoch zur Hauptstadt. It's crazy. Schade. Hätte auch klappen können. Schade, hätte wirklich klappen können. Tausendeinhundert. Verrückt. Ja, aber man muss erstmal lernen, mit dem Schwert hier umzugehen und vor allen Dingen auch mit den erweiterten Fertigkeiten. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Man muss auch erstmal abschätzen, welche Reichweite diese Waffe hat und ihre Spezialfähigkeiten. Auch das können wir so natürlich noch gar nicht sagen.